Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Saphir. Ich glaube, ihr habt es gesehen im letzten Part. Aus dem Ei ist ein Latios geschlüpft, ja. Und was soll ich sagen? Das muss mit, weil Latios kann Surf erlernen. Und ja, wir brauchen Surfer, wir haben Lapras nicht mehr im Team und ja, deswegen passt das gut. Ich habe auch ein bisschen gelevelt, wie ihr hier sehen könnt. Alle auf 32, weil Celebi war auf 32, deswegen habe ich das so gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da alles neu ist. Wir gehen mal kurz durch. Ja, Latios kann wie gesagt Surfer, Feuerodem, Psywelle und Heilung. Hier kam, glaube ich, Superschall hinzu. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, was neu ist und was nicht. Hier haben wir noch Brüller von Raikou, fantastisch. Hier kam der Stahlflügel hinzu von Panzeron, ziemlich cool. Und Celebi, ja, hat nicht trainiert. Gut, so viel dazu. Wo müssen wir denn jetzt hingehen? Wo bin ich denn? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Wo muss ich jetzt hingehen? Ich muss jetzt irgendwo surfen auf jeden Fall. Gib mal das Rad hier. Wo muss ich jetzt surfen gehen? Irgendwo muss ich surfen gehen. Oh, blupf. Das ist ja nett. Liebeskuss. Hätte ich mir auch fangen dürfen. Aber ist das wirklich so toll gewesen, wäre... Ja, kann man sich drüber streiten. Steig mal ab hier, so. Mit dir haben wir, glaube ich, im letzten Part schon geredet. Aber, ja. Wir werden das nicht machen, glaube ich, nie. Glaube ich, hier muss ich dann weiter surfen, oder? Ja, und dank unserem Latios, wie gesagt, können wir surfen. Und dann wollen wir ein bisschen... Oh. Wir kriegen eine Profi-Angel, das ist fantastisch. Warum auch nicht? Und dann gibt es hier einen Doppelkampf gegen diese zwei Typen hier. Zubidis und Latios, warum nicht? Warum auch nicht? Liber und Xatu. Das sollte kein Problem sein. Wir machen Finte auf Xatu und Feuerodem auf Lidibar. Volltreffer, fantastisch. Und die Finte ist kein Volltreffer, aber es reicht natürlich komplett aus. Sehr gut. Wow, willst du dich ein Interview geben? Nein, will ich nicht. So, wer bist du? Du bist ein Trainer mit einem Habitak. Muggelhieb und Finte. 33. Abschlag. Will ich Abschlag erlernen? Das ist ja total schlecht und ich glaube, die Gegner haben auch nicht wirklich oft sinnvolle Items dabei. Deswegen, nee, Abschlag, nein, danke. Fifien! Fifien, Fifien, Fifien. Aerodactyl, komm. Flügelschlag. So, und dann sollten wir gleich, genau, auf Troy treffen, genau. Hi, du bist doch der Trainer, den ich in Faust auf Haft getroffen habe. Oh, du bist John, ich erinnere mich, genau. In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon mit vielen verschiedenen Elementklassen. Ziehst du verschiedene Elementklassen auf oder nur Pokémon mit einer bestimmten Elementklasse? Was denkst du als Trainer darüber, hä? Oh, tut mir leid, ich bombardiere dich hier mit Fragen. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Was wollte der mir jetzt sagen, bitte? Ich meine, er hat mich gefragt, ob ich einen Typen bevorzuge und nur die trainiere oder ein Team bevorzuge, das, ja... ich glaube, das hier ist eine neue Route, oder? Moment, das muss ich kurz testen. Hier? Nee, es kommt kein Routenwechsel scheinbar. Oh, da haben wir Plex. Hätte ich mitnehmen dürfen. Ich glaube, das ist keine neue Route. Schade. Aber da oben kommt 119 und das ist dann eine neue Route. Erstmal gegen den hier kämpfen. Ein Macholo. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Machen wir doch Celebi, warum nicht? Langsam aber sicher sollte ich ein bisschen aufpassen, wie ich kämpfe, weil die Gegner werden langsam auch ein bisschen stark, ne? So, erstmal noch die hier abrechnen. Tanheel, Finte! Und Finte, sehr schön. Sneebel. Sneebel, Sneebel, Sneebel. Raikou, versuch du das bitte. Donnerschock. Noch kaum Schaden. Aber ist okay. Raikou braucht mächtige Attacken, ansonsten ist es nicht so wirklich praktisch für unser Team, muss ich sagen. So, nun, Route 119, ja. Hier in diesem riesigen, fetten Gras da oben können wir uns was holen. Wir können die Pokémon nicht einschläfern und gar nichts, deswegen... Kämpfen wir erstmal.
Nee, mir fehlt irgendwas, womit ich ein Pokémon zum Schlafen bringen könnte oder wenigstens paralysieren oder so. Apropos paralysieren, habe ich denn vielleicht noch eine nette TM? Hitzekoller, Stahlflügel, bla 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 bla. Schockwelle. Eisstrahl habe ich schon geholt, ja. Nee. Okay, sehen uns hier in diesem Gras noch ein bisschen um und nehmen natürlich auch die ganzen Kämpfe mit hier. Kratzfude. Was? Hallo, Kratzfude? Ging es gerade zweimal daneben? Oh, und Zubiris. Zubiris gegen Zubiris, ist ja schön. Panzerierung. Stahlflügel. Verzeihung, Stahlflügel. So. Ein Zuhaido. Das macht wieder Raiko, würde ich sagen. Mit dem Donnerschock. Nicht berühren auf jeden Fall, weil es hätte uns Schaden gemacht wegen Rauhaut, glaube ich, heißt die Fähigkeit von Zuhaido. Nehme ich an. Dann haben wir hier einen Schwallboss. Das ist gut. Auch das sollten wir hinkriegen. Das macht mir aber auch viel Damage. Noch ein Tauboss. Oder was hat noch eins? Auf jeden Fall nur ein Tauboss. Und das holen wir mit einer Elektroattacke vom Himmel. Und ein Funpi, das machen wir mit Latios. Sprite ist total süß. So, Surfer. Dann würde ich sagen, nehmen wir Zubiris mal zurück. An der ersten Stelle, ja? Zählen uns hier noch weiter um. Nicht so cool. Konfusion. Konfusion. Und Konfusion. 33 Celebi. Ein Geradax. Da bleiben wir doch einfach mal drin. Setzen Edelsamen ein. Und greifen dann mit Antikraft. Und dann auch mit der Konfusion. Und dann war's das. So, aber jetzt möchte ich erstmal einen Hypertrank mitnehmen. Oh, den noch bekämpfen. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kein Feuer-Pokémon gegen mein Celebi. Das sehe ich nicht so gerne. 33 für Latios, fantastisch. So, jetzt lass mich aber mal sehen hier, was es so gibt. Octillery? Nein. Slimog wäre sehr cool, aber nein. Flemly leider auch nicht. Dummiesel. Dummiesel, Leute. Dummiesel, Leute. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Nehmen Sie mal mit, weil wenn mir irgendwann mal die Pokémon ausgehen, dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Dummiesel jemals kämpfen würde. Dummiesel hat einen Bohrer als Schweif. Diesen benutzt es, um sich rückwärts in den Boden einzugraben. Das ist ja schön. Nein, Dummiesel werde ich eher nicht benötigen. Wow, was ist denn hier los? Es soll eine Höhle geben. Die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dort die Geister der Pokémon, die zum Leben erweckt werden. Bla bla bla. Ist es möglich? Lass mich jetzt hier durch. Das ist immer noch alles dieselbe Route, ja. Oh, hier hat es wieder Wippetis gegeben. Wäre auch nett gewesen. So, für diese Route hier bräuchte ich das Kunstrad, aber will ich nicht. Ich glaube, es lohnt sich da eh nicht. Es gibt da, glaube ich, ein Item oder sowas, aber alles andere nicht wirklich lohnenswert für uns. So, dann wirst du hier kämpfen. Darfst du gerne machen. Kickli! Konfusion! Ah, shit! Celebi ist aufgewacht zur rechten Zeit. Das ist fantastisch. Dann Surfer gegen Onix. Und gut. Ja, Latios war wirklich ein Glücksgriff. Besonders, weil es Wasserattacken erlernen kann. Sehr cool, in Celebi noch irgendwie eine Pflanzenattacke lernen könnte. Das wird mir schon einiges bringen. Dann lasst ihr mal Aerodactyl kämpfen. Phenontor! Uncool. Antikraft. Eissturm! Eissturm ist gar nicht cool. So, da oben hat sich jemand versteckt. Den haben wir natürlich gesehen. Wailord. War das gerade der Walzer? Das war scheiß gefährlich. Granbull. Tut. Panzeridon. Stahlflügel. Scheiß Rayquaza. Jetzt kommt ein Scheiß Rayquaza, Leute. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich hoffe, es kann noch nicht allzu viel starke Attacken. Grimasse. Drachenklaue. Ist okay. Antikraft. Okay, wir haben Rayquaza besiegt. Oh, wow. Da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen die Luft anhalten. Panzeron. Wir müssen nur ein bisschen kämpfen und dann werden wir ein bisschen Heilung betätigen mit Supertränken. Bei Celebi
Dann Raikou. Beerus und warum auch nicht noch für Aerodactyl. So. Und weiter geht's. Slimog kennen wir. Ich wollte eigentlich flüchten. So, was haben wir denn hier? Klimainstitut. Hey, lass mich durch. Halt vom Klimainstitut fern, ja? Da ist es nicht sicher. Ja, aber wenn ich mich davor fernhalten soll, warum lasst du mich denn nicht einfach weitergehen? Ihr seid doch Idioten, ey. Geh ich halt da rein. Hallo, kleines Kind. Ah, shit, ich kann hier... Nee, was mache ich da? Ich kann hier schlafen. Toll, ich hätte meine Pokémon gar nicht heilen müssen. So, was stimmt mit euch nicht hier? Ein... Registeel. Der Trümmerer. Kraftkoloss. Okay, völlig okay. Fluch, völlig okay. Kraftkoloss, völlig okay. Keine Explosion will ich sehen. Fluch, okay, und zack. Oh gut, vor diesen Regis habe ich immer ein bisschen Angst. Wenn hier schon ein Bett steht, ich meine, heilen wir uns doch gleich nochmal. So, auch den Kampf nehmen wir mit hier. Bären und Hoher. Gefährlich. So wie das. Oglieb. Yeah. Und Finter. 34. Oh, Regirock auch noch. Surfer. Oh, gut. Wenn ich jetzt Latios verloren hätte, das hätte mich ein kleines bisschen belastet, ganz im Ernst. So, wie wird denn diese Aquatypen hier? Latios, bitte komm her. Surfer. Ja, ein Pokémon, das Wasserattacken einsetzen kann, das ist wirklich wichtig. Das ist Bright von Shillock. Hallo, ich bin Shillock. Wer ist das? So, wunderbar. Dann du hier. Machen wir alle kaputt. Ein Kangama, sehr cool. Wünschnitt. Was? Ich war gerade im Mobile-Team von Kangama. Der Schneider, zack. Ein Macholo. Du hast eine Aufgabe für Celebi. X-Butt. X-Butt. Macht, würde ich sagen, Panzer wieder. Mit Stahlflügel. Ja, Flügelschlag, okay. Und jetzt bitte nicht dich selber verletzen. Nicht mehr ver... Was? Nicht angegriffen. Finde ich nicht so cool. Wir machen jetzt ganz lame. Und werden uns nochmal heilen. So. Und... So. Du hier. Was ist los hier, hä? Du willst dich also allen Ernstes in die Angelegenheit von Team Aqua einmischen, hä? Ja. Wenn es dir nichts ausmacht, hast du diese coole Frisur. Oh, und Ursaring. Ursaring, Stahlflügel. Träne. Okay. Und weg. Ein Simon. Das macht dann der Raikou. Mit Donnerschock. Kein Problem. Und das war's schon. Ja, wir wurden von Unvorhergesehenem gestört. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns jetzt aus dem Glawassel ziehen. Sie haben keine Möglichkeiten mehr. Außer das kleine Kind zu verdreschen, das ihnen gerade Probleme bereitet, ne? Wie auch immer. Aber das ist nicht das Letzte, was du von Team Aqua siehst, klar? Wir werden andere Pläne entwickeln, merkt ihr das? Ja, ja, kein Problem. Oh, vielen Dank, nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, dir zu danken, aber dieses Pokémon ist für dich. Okay, jetzt wird es wieder spannend. Was für ein Pokémon kriege ich geschenkt? Oh, du hast keinen Platz, okay. Okay, okay. Wir heilen uns erstmal wieder, dann legen wir ein Pokémon ab. Der Raden wird natürlich nicht aktualisiert, warum auch. Legen wir kurz Panzeron ab. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich bin sowas von gespannt, Leute. So. Okay, wir kriegen. Es ist doch vor Meo. Oder? Nee! Das ist ein Spoink! Es trägt Zauberwasser. Das Item darfst du mir gerne geben, Spoink. Und dann geben wir das Zauberwasser gleich Latios. Ja, Spoink. Ist ja schön, dass wir es bekommen haben. Wir dürfen es aber nicht im Kampf verwenden. Okay, Panzeron. Du kommst wieder ins Team. Und Spoink, du gehst mal hier neben unser gutes Surfer hin. Ja, hätte ja sein können, dass wir hier noch einen Latias bekommen oder so, aber... Ist ja zu schön gewesen, um wahr zu sein.
Dann können wir unsere Reise fortsetzen. Wow. Johnny, wo warst du? Ich hab dich schon gesucht. Wie stark bist du geworden? Lass mich das für dich herausfinden. Bereit? Du und deine Pokémon natürlich. Los! Okay, du willst. Pudox, Feuerode. Ja, okay. Ja, es kann nur Schutzschild, kann das sein. Turtok! Ich mag die Musik. So, Raikou, mach du das bitte. Donnerschock! Nun kennt ihr alle nur Schutzschild von Maike. Das kann nur Aquaknarre. hört auf mit deinem Schutzschild, ey. Das nervt. Und den scheiß Deoxys. Ich glaube, gegen Zubiris kann es nicht allzu viel ausrichten, oder? Vogelhieb. Und Winter. Hat es gerade beim Deoxys die Beere aus der Hand geschlagen? Scheiß Deoxys hier. Habe ich jetzt mir absolut keine Sorgen machen brauchen müssen. Hier, das ist für dich. Oh, wir können... Oh, na endlich. Stimmt. Ich wusste gar nicht mehr, wo man VM2 bekommt. Das ist natürlich sehr cool. Oh, Latios könnte das auch lehren, natürlich. Aber ich denke mal... Ja, Flügelschlag, ne? Kann weg. Und fliegen. Und bei Panzerin würde ich sagen... Windschnitt kann weg und fliegen. Oder war Windschnitt besser? Weiß es nicht. Ist egal. So, was haben wir denn hier? Ein Baum, der fake aussieht. Und dann ein Dummisel. Latios hat sich irgendwie gerade selber geheilt. Cool. Noch so ein verkackter Baum hier. Und Feuerodem. Und Nebulak. Ein Nebulak. Konfusion. Sollte auch kein Problem sein. Dann sind das hier Beeren, die ich nicht unbedingt möchte. Dann haben wir Baumhausen City erreicht. Fantastisch. Hier können wir aber noch nicht allzu viel tun. Wir gehen direkt weiter. Route 120. Willst du kämpfen? Natürlich willst du kämpfen. Magneton. Sprung, kein Problem. Reptane. Reptane. Aerodactyl, komm. Fliegen. Sehr schön. Ja, fliegen ist halt so fürs Durchspielen so schon relativ praktisch, ja. So, hier ist doch nur ein Item, oder nicht? Ja, Sonderbonbon brauche ich aber nicht. Gibt da wieder eine Menge Geld. Dann haben wir wieder noch einen Doppelkampf, den wir natürlich gleich mitnehmen. Latios und Aerodactyl, warum nicht? Warum auch nicht? Oh nein. Als erstes muss das Chirachi weg. Kraft. So. War kaum Schaden gegen... Oh nein. Okay, Planwechsel. Planwechsel. Wir machen zuerst Taubuga weg. Dann können wir uns beide viel besser auf Taubuga konzentrieren. So. Nee, Surfen wäre nicht so cool. Feuerodem und... Biss. Versuchen wir das. Schläft immer noch. Und... Nicht heilen, bitte. Okay, es war ein Volltreffer. Wunderbar. Willst du ein Interview geben? Nein. So. Dann möchten wir den hier bekämpfen. Ich habe jetzt absichtlich kein wildes Pokémon getriggert, weil mich interessiert jetzt etwas. Und zwar, hallo Troy. Ich kann nicht an ihm vorbeilaufen, ich muss mit ihm quatschen. Johnny, hi. Das ist lange her. Hier ist etwas, das ich nicht sehen... hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also, wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein, nein, statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Johnny, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Johnny, zeig mir deine wahre Stärke als Trainer. Troy setzt das Devonscope ein. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Ja, Kecleon, und was wird es sein? Cosilla. Wisst ihr was? Habe ich jetzt nicht so viel Interesse dran. Ich dürfte es mir eh nicht fangen. Bemerkenswert, ja, und wie, ne? Was war das gerade? Egal. Ja, wir haben Devonscope. Cool. Dann werde ich mir doch noch hier kurz die Route ansehen. Turzel, nein. Anorit, interessant, aber darf ich auch nicht, das auch nicht. Gropius haben wir bereits. Wieso? Auch nicht.
Luff, Luff. Nein. Oh, Evoli auch nicht. Gropius. Gibt's hier wieder nichts für uns? Scheint fast zu. Anorit. Ne? Gropius. Komm, noch drei Stück. Nein. Und nein. Und nein. Okay, was ich jetzt aber noch testen könnte, ist hier runtergehen. Und was kommt jetzt? Nochmal ein? Nee, das sind immer andere Pokémon. Das ist ja cool. Fangklinge, schön für dich. Das sind immer andere Pokémon. Was Scheinwerfer, nein. Das sind immer andere Pokémon. Was ich ja auch testen wollte, ist hier mal kurz die Angel auswerfen. Profi-Angel. Ja, wenn das so ist, dass Kecleon immer ein anderes Pokémon darstellt, dann ist das ziemlich cool. Aber ich würde gerne auch noch kurz, wie gesagt, hier was erangeln. Warum ist da nichts? Warum ist da nichts? Jetzt mal im Ernst. Es gibt hier nichts. Na gut. Na gut, dann verschwinden wir. Halten unsere Pokémon. Kurz. So. Dann sollten wir noch ein paar Tränke kaufen gehen, glaube ich mal. So, hallo? Du kannst mir auch noch gleich ein paar Hyperbälle verkaufen. Vielleicht so, ne, 20 Stück oder so. Dann ein paar Hypertränke. 10 Stück. Nee, alles andere nicht so wirklich wichtig. Ja, als nächstes führt uns unser Weg in die Arena. Aber da können wir... Oder doch, jetzt können wir hingehen. Zuvor noch nicht, weil... Ihr hört... Ding, ding, ding. Hier steht was im Weg. Aber es will nicht kämpfen, sondern es flieht. So. Gut, Leute. Als nächstes steht die nächste Arena an. Von Baumhausen City mit der Leiterin Wiebke. Die Vogelliebhaberin. Hebt ab zum Flug in die Welt. Das ist ja schön. So, wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Und den nächsten Orden werden wir uns im nächsten Part holen. Denn das war's bereits hier für heute mit Pokémon Saphir. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.